Ich zeige euch heute, warum das Blue Yeti mein erstes Mikrofon war und warum ich es nie bereut habe. Als ich vor über 2 Jahren angefangen habe mit dem Stream, hatte ich 0 Ahnung, was für ein Equipment ich mir holen sollte. Und überall habe ich das Blue Yeti gesehen. Jeder Streamer hatte es, im Internet wurde es sofort empfohlen, wenn man nach Streaming-Equipment gegoogelt hat. Und dann habe ich es mir einfach geholt. Und ich habe es nie bereut. Leider habe ich dieses Mikro aber dann nach 1,5 Jahren verloren, weil unsere Post hier in Irland es verloren hat. Es war ein bisschen ungünstig. Aber zum Glück hat mir Blue vor kurzem ein neues zugeschickt, damit ich so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann. Also danke an Blue für das Mikrofon und für das Sponsern von diesem Video. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu dem Shop von Blue und auch einen Code, mit dem kriegt ihr 20% Rabatt auf den ganzen Warenkorb, wenn ihr was bei Blue kaufen wollt. Der Code gilt aber nur für die ersten 100 Leute, also wenn ihr was haben wollt, haltet euch ran. Also ich zeige euch jetzt ein bisschen, was das Yeti alles kann und warum ich finde, dass es echt ein gutes Einsteigermikrofon ist. Zuerst kurz zusammengefasst, was das Yeti denn alles kann. Also es ist ein Kondensator-USB-Mikrofon. Und USB eben ganz wichtig bei dem Punkt heute, weil man kann es einfach einstöpseln, in den Computer reinstecken und es funktioniert. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich habe es noch nicht eingesteckt an meinem PC. Wir werden das zusammen hier machen und ihr werdet sehen, Plug and Play. Dann hat es 4 verschiedene Richtcharakteristika, die man hier hinten einstellen kann. Dazu werde ich gleich noch was sagen, was ihr benutzen solltet und was die verschiedenen Charakteristiken denn bezwecken. Es hat einen Mute-Button hier vorne, das heißt, ihr könnt jederzeit mit einem Knopfdruck euer Mikrofon stumm schalten. Ihr müsst nicht irgendwie in den Windows-Einstellungen oder irgendwie in einem Software-Mischpult auf stumm schalten, sondern könnt einfach schnell klicken und schon hört man euch nicht mehr. Und ganz, ganz wichtig, was ich immer predige in meinen Streams, was wirklich ein Game-Changer ist und wirklich das Streamen um einiges einfacher macht. Wir können hier unten Kopfhörer anschließen, das heißt, wir können uns selber hören. Und Monitoring als Streamer ist super wichtig. Sich selbst zu hören, Game-Changer. Ich sag's immer wieder. Also, bisher habt ihr mich über dieses Bluebird hier gehört, auch von Blue, und ich liebe dieses Teil. Aber jetzt switchen wir mal rüber zum Yeti. So, ihr hört jetzt das Blue Yeti. Ich habe es nur eingesteckt, ich habe sogar in USB 2 eingesteckt, nicht 3, nichts höheres. USB 2 einfach reingesteckt, Windows hat das Mikrofon erkannt, ich habe es in OBS einfach zugeordnet. Hier auf der unteren Spur ist es in den Einstellungen einfach das Mikro zugeordnet. Ich habe den Gain komplett runtergedreht und ihr seht, ich habe sogar hier die Lautstärke jetzt ein bisschen runtergedreht. Also keiner darf sich beschweren, dass dieses Mikrofon nicht laut genug sein kann. Man kann jetzt natürlich in OBS noch jegliche Filter drauflegen, wenn man die unbedingt braucht. Wenn man zum Beispiel Hintergrundgeräusche hat, vielleicht ist ein Lüfter sehr laut, vielleicht ist eine Klimaanlage an, vielleicht ist der Verkehr draußen laut, Rauschfilter, Noise Gate, Kompressor, Limiter, all diese verschiedenen Sachen, die man nun mal drauflegen kann. Wenn ihr mehr zu solchen Filtern was wissen wollt, dann schaut euch einfach Tutorials auf YouTube an oder kommt auf meinem Discord. Da sind ganz viele hilfreiche Menschen, die euch auf jeden Fall helfen können mit Noise Gate, Kompressor und all die Sachen, die den Sound nochmal besser machen können. Das ist jetzt komplett ohne irgendwas. Ich habe es gerade eingesteckt und das ist das, was ihr jetzt hört. Mein Gain ist auf 0. Ich höre mich selber, meine Kopfhörer sind im Mikrofon drin unten und ich höre mich selber. Ich kann es nur jedem immer empfehlen, sich selber zu hören ist großartig. Versucht es, gewöhnt euch dran und ihr könnt euren Sound viel besser steuern. Ihr wisst, wann ihr gemutet seid, ihr wisst, wie laut ihr redet, ihr hört, wann ihr klippt. Ich kann einfach hier vorne den Mute-Knopf drücken und schon hört man mich nicht mehr. Ich habe mich selber auch nicht gehört. Ich weiß, dass ich gemutet bin. Hier haben wir die verschiedenen Charakteristika. Aber das sind 4 verschiedene Arten, wie das Mikrofon Sound aufnimmt. Für Streamer gibt es eigentlich nur eine einzige Auswahlmöglichkeit. Auf der Website von Blue unten in der Beschreibung könnt ihr natürlich nochmal alle genauen Spezifikationen nachschauen. Und hier seht ihr ganz gut die verschiedenen Charakteristika. Und als Streamer ist es eigentlich wichtig, dass ihr einfach die Niere nehmt. Die Niere heißt, dass das Mikrofon in die Richtung, wo ihr es hinrichtet, den Sound aufnimmt. Es gibt Stereo, dann wird es in Stereo aufgenommen. Es gibt in alle Richtungen, würde ich nicht machen als Streamer, weil und es gibt auch noch, wenn ihr einen Podcast mit jemand anderem aufnimmt, könnt ihr noch hier dieses bidirektional machen. Das heißt, von vorne und von hinten wird es aufgenommen. Ich sehe jetzt aber oft Streamer, die einfach komplett das Yeti falsch benutzen. Zum einen sehe ich ganz oft Leute, die sprechen in die falsche Richtung ins Yeti rein. Und zwar von oben. Die sprechen hier oben rein. Hier oben. Da hört es sich gleich komischer an. Oder Leute, die denken, ja, ich muss von hier reinreden. Und dann hört es sich natürlich auch komisch an. Also stellt das hier auf das Nierensymbol und dann heißt es, ihr müsst von vorne reinreden. Und vorne ist da, wo das Logo immer ist. Nicht oben, vorne. Ganz wichtig. Und dann eine Riesensache. Viele Leute beschweren sich immer über den Hall.
Nicht nur speziell beim Yeti, sondern bei allen USB-Mikrofonen oder Kondensatormikrofonen. Alle beschweren sich, dass es so hallig ist. Und ihr denkt jetzt, ja Leo, dein Raum ist so ausgepolstert. Mein Raum kann so ausgepolstert sein, wie er möchte. Es hallt nun mal, wenn man vom Mikrofon weggeht. Und das machen viele. Manche Leute wollen nicht das Mikrofon im Gesicht haben. Manche Leute wollen das Mikrofon irgendwie nicht im Bild haben und tun es irgendwo in die Ecke oder zum Bildschirm, über den Bildschirm stellen. Und dann wird es hallig. Ihr müsst nah rangehen. 10 cm weg, 20 cm weg. Ihr müsst näher ans Mikrofon ran, damit der Sound aus eurem Mund direkt ins Mikro reingehen kann und nicht irgendwo spiegelt und dann von hinten reinkommt oder sonst wo. Und was ich auch empfehle, ihr habt es jetzt hier schon gesehen, ich habe dieses Ding an einen Arm gemacht. An einen Arm. Und da seht ihr schon, was passiert, wenn man nicht direkt reinspricht. Dann hört sich das nämlich anders ein bisschen anders an. Das Yeti kommt mit einem Standfuß. Also ihr müsst keinen Arm haben. Ihr könnt es einfach auf euren Tisch stellen. Allerdings, wenn ihr PC-Spiele spielt, hört man eure Tastatur, eure Maus etc. Und vor allem auf dem Tisch könnt ihr es nicht direkt vor eurem Mund machen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, holt euch auf Amazon irgendeinen günstigen Mikrofonarm. Ich verlinke unten einen in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das auch am Tisch festmachen. Und dann könnt ihr das Mikrofon direkt vor euren Mund packen. Bitte nicht direkt davor, dass euer Gesicht nicht mehr zu sehen ist. 10 cm, 20 cm weg, ein bisschen unterhalb vom Mund und schon ist alles paletti. Aber natürlich hat Blue auch selber Arme für euer Mikrofon. Die sind auch sehr hochwertig und die verlinke ich euch unten auch mal in der Beschreibung. Ihr könnt auch so machen. Ihr könnt auch so machen, ne? Dann kommt es von der Seite so rein. Ihr müsst es nicht von unten, ihr könnt es, Hauptsache ihr redet in das Logo rein. Und ich habe dieses Mikro wirklich in meinem ersten Jahr benutzt und ich habe es nie bereut, weil es einfach ist. Man muss nicht irgendwie Tontechnik studiert haben, man muss es nicht groß verstehen, wie Ton funktioniert. Man holt sich dieses Ding, steckt es an, das, was ich gerade gemacht habe, tut es vor sein Gesicht, richtet es mit der richtigen Richtung auf sein Gesicht vor allem und dann streamt man einfach drauf los. Natürlich, als ich mit der Zeit mehr Erfahrung gesammelt habe, mir auch sicherer war, dass ich wirklich weiter streamen möchte, habe ich halt dann mich ein bisschen informiert über Mikrofone und muss sagen, halt XLR-Mikrofone haben nun mal mehr Möglichkeiten. Das weiß jeder, das ist so. Dafür muss man ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr einstellen und das habe ich dann natürlich gemacht, habe upgegradet und alles Mögliche, aber ich kann wirklich auf die Zeit zurückblicken und sagen, ich habe einfach dieses Ding geholt, ich habe es angesteckt, es hat funktioniert und ich habe es nie bereut, einen Blue Yeti besessen zu haben. Ich habe mich nie wirklich mit diesen Problemen, die man mit Ton oft hat, auseinandersetzen müssen, weil es einfach funktioniert hat. Ich habe ein paar Tutorials vielleicht zu Filtern angeschaut, wie ich euch schon gesagt habe, aber auch da habe ich nie wirklich welche benutzt. Das, was ihr gerade hört, ist komplett filterlos. Also wenn ihr genau wie ich am Anfang einfach nur streamen wollt und ihr habt keine Ahnung von Ton, ihr wollt vielleicht auch gar keine Ahnung von Ton haben, sondern ihr wollt einfach nur streamen, ihr wollt eure Gedanken da rausbringen, ihr wollt gamen, was auch immer, ihr habt Ideen, ihr seid kreativ und wollt euch nicht mit der Technik von Ton auseinandersetzen, dann lohnt sich dieses Ding wirklich und ich kann es nur empfehlen. Ich habe es damals benutzt, so wie jetzt gerade, einfach eingesteckt und losgestreamt. Also wenn euch das Blue Yeti interessiert und euch vielleicht der Ton hier gefällt, dann schaut mal unten in der Beschreibung, da findet ihr die Website von Blue und 20% Rabatt auf alle Produkte von Blue. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Thank you.